Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du meinen Podcast das allererste Mal hörst oder dieses Interview auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühle dich herzlich willkommen. Falls du das Interview in meinem Functional Basics Guide siehst, nutzt gern die Kommentarfunktion und die Links darunter, um direkt mit den Experten in Kontakt zu treten. In dieser Episode dreht es sich um das Thema Biohacking. Wie Biohacking im Geschäftsumfeld integriert werden kann und warum weniger manchmal mehr ist. Also hier in diesem Interview geht es um das Thema Selbstoptimierung, Biohacking und Minimalismus und wie man das beides miteinander verschmelzen kann. Und über dieses Thema spreche ich mit Marco Grosch. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Begründer von der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Lebensfreude, Lebensqualität, ein bunteres Leben, der Selbstverwirklichung, der Persönlichkeitsentwicklung und mehr Performance in deinem Leben. Und in den Interviews und in meinen Podcast-Folgen mit meiner Berufung als Coach geben wir Impulse, Erfahrungen und Tools dir an die Hand, um deine Gesundheit zu verbessern, zu erhalten und wenn möglich sogar noch zu optimieren. Und in dieser Episode spreche ich mit Marco Grosch über das Thema, wie Biohacking im Geschäftsumfeld integriert werden kann und warum weniger manchmal mehr ist. Marco ist unter anderem Master of Arts International Marketing und Sales. Er hat ganz viel Business-Erfahrung in Startups und in Konzernen, ist viele Jahre und immer noch auf Reisen und somit viele lange Auslandsaufenthalte. Und so ist auch das Biohacking und Minimalismus unter anderem entstanden, wie du im Interview dann hören wirst. Er ist der Gründer von Minimalist Biohacker und er hat Biohacking genutzt, um seine chronische Sinusitis zu überwinden. Wir sprechen unter anderem über Jetlag, wie du Minimalismus starten kannst und welche Supplements und Gadgets er nach dem Aussortieren und dem Start des Minimalismus tatsächlich noch nutzt. Wenn du mehr über Marco, seine Arbeit und Minimalist Biohacker erfahren möchtest, schau bitte direkt in die Videobox und in die Shownotes. Dort findest du weiterführende Impulse und Links. Aber auch auf meiner Homepage www.functional-basics.de/minimalist-biohacker. Dort findest du noch mehr Artikel, Impulse und entsprechend Hintergrundmaterial. Wenn du deine Gesundheit, deine Basis, die Essenzen einmal für mehr Gesundheit, Performance, Persönlichkeitsentwicklung, Vitalität integrieren und kreieren möchtest, dann schau gern weiterhin auf meine Homepage www.function-basics.de. Dort findest du meinen Podcast, meinen YouTube-Kanal, meinen großen Blog inklusive den Kernelementen von Functional Basics, wo du nachlesen kannst und auch Impulse bekommst. Dort findest du ganz viele Rezepte, aber auch den Zugang zu meinem Coaching und meinem Functional Basics Guide. Der Functional Basics Guide ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, um nachhaltig und tiefgründig deine Gesundheit entsprechend neu zu kreieren. Welche Dinge aus der klinischen Psychoneurologie, aus der Funktionsmedizin, aus der Kommunikationswissenschaft, aus der Stressresilienz, Schlafoptimierung kannst du nutzen, um mehr Vitalität, Performance und Happiness in deinem Leben zu integrieren? Den Zugang dazu findest du natürlich auch auf meiner Homepage und in den Shownotes. Wenn du entsprechend dieses Interview gut findest, dann teile das doch gerne im Social Media oder bewerte es bei iTunes. Nutze gern die Links in den Shownotes und statte auch Marco und Minimalist Biohacker einen Besuch ab, weil das ist die Wertschätzung unserer Arbeit für unseren kostenfreien Content, den wir dir zur Verfügung stellen. Weil ich stehe für Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Marco Grosch, wie Biohacking im Geschäftsumfeld integriert werden kann und warum weniger manchmal mehr ist.
Viel Spaß, bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht's fast schon in die Zukunft, weil ich spreche mit Marco Grosch über, wie Biohacking im Geschäftsumfeld integriert werden kann und warum weniger manchmal mehr ist. Grüß dich, Marco. Hallo, Carsten. Ich freue mich, dass es geklappt hat und ich habe dich im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Du bist der Gründer von Minimalist Biohacker, du bist viel auf Reisen, hast einen Master of Arts International Marketing und Sales und aufgrund der vielen Reisen und längeren Auslandsaufenthalte hast du natürlich auch dann Startups und Konzerne begründet und. Und das Thema Biohacking, Minimalismus, passt das zusammen? Der eine oder andere hat vielleicht gerade, wie im Vorgespräch, fünf seine Tracker am Arm und sagt, oh, muss ich jetzt einen ablegen? Wie bist du denn dem Thema Biohacking erstmalig begegnet? Super Einstiegsfrage. Also vielen Dank erstmal für die Chance, hier auch aufzutreten in deinem Podcast. Freut mich wirklich sehr. Du hast schon erwähnt, als ich bin ein reiner Businessmensch eigentlich. Ich komme aus dem internationalen Betriebsumfeld und war da in Startups und Konzernen. Und was da bei mir selber und auch bei meinen Kollegen eigentlich immer quasi rauskam, ist, dass auch bei dem Streben nach mehr, bei dem Streben nach Karriere und Erfolg auch, wo ja wahrscheinlich auch viele Hörer von dir auf dieser Reise sind, da kommt es dann irgendwann dazu, dass man Gesundheit und so weiter ein Stück vernachlässigt und eben auch immer dieses Mehr verfolgt. Man hört oft, hey, du solltest morgens trainieren, weil die erfolgreichsten Leute machen das, die stehen um 5 Uhr auf. Du solltest nur gesund essen, du solltest dann noch unbedingt abends auch noch zum Training und dies und das noch nehmen und hier Supplements und da. Und auch bei mir war das natürlich so und ich habe mich irgendwann so ausgedünnt gefühlt. Also ich war sehr viel auf Reisen innerhalb von Europa und auch Übersee in den USA. Da hat man dann mit Themen zu kämpfen wie Jetlag und trotzdem muss man fit sein für ein Meeting. Und klar, man will ja auch performen. Und irgendwann ging es bei mir los mit Sinusitis, das ist eine Nebenhöhlenentzündung, immer in Kombination mit Angina. Also ich hatte immer so dann irgendwann die gesundheitlichen Probleme. Und beim Arzt hieß es halt, ja du, das ist Stress und du bist eben anfällig für diese Themen. Das ist halt so, nimmst mal Antibiotika. Mhm. Und so ging das 2 bis 3 Mal im Jahr. Also das kann ich mir jetzt kaum noch vorstellen. Aber damals dachte ich, ja gut, ist halt mein Schicksal, so ist halt mein Körper. Und jetzt habe ich aber viele Freunde auch im Startup-Umfeld. Klar, ich war da viel unterwegs. Und dann denke ich mir irgendwann, sag mal, die haben 3 Unternehmen, eine Familie. Irgendwie machen sie nebenher noch ein Projekt für einen guten Zweck und so weiter. Und die sind nie krank. Wie kann das denn sein? Also bin ich so anders? Und so habe ich mich dann eingelesen, zahlreiche Bücher, Blogs, Websites, Studien und bin dann auf die Ernährungs- und DNA-Tests gekommen auch und habe da so einen Nahrungssensitivitätstest gemacht und da kam halt raus, ich bin gegen Milchprodukte sensitiv, also ich bilde da Antikörper. Und das war ein absoluter Durchbruch bei mir. Also seitdem, jetzt muss ich wieder auf Holz klopfen, seitdem ist alles gut. Und das war für mich so ein Triggerpoint. Mhm. So bin ich ins Biohacking gekommen. Also ich habe mir dann auch einen Aura-Ring gekauft, habe quasi meine Werte gemessen, meinen Schlaf verbessert und so weiter. Und das hat natürlich auch alles wahnsinnig positive Auswirkungen auf die Performance im Alltag. Aber man denkt natürlich als Business-Student quasi, nee, ich muss mehr hustlen. Ja? Ich muss das Midnight Oil verbrennen und nachts noch richtig reinhauen und meine Zeit möglichst effizient nutzen. Aber man achtet zu wenig auf sich. Und natürlich erschlägt einen die Biohacking-Welt. Also man geht online und sucht dann, wie kriege ich meine Gesundheit in den Griff, wie werde ich stärker, schlauer, schneller.
Und dann geht's los mit zahlreichen Tipps und Rotlichttherapie, Supplements, Sport, Bewegung, Meditation, alles. Und natürlich die typische Morgenroutine habe ich auch gemacht und letztendlich ging die fast eine Stunde und ich war schon mehr gestresst nach der Meditation, weil ich mir gedacht habe, oh, ich muss ja noch unter die Dusche und anziehen und rasieren auch noch und oh, wie kriege ich das alles unter? Und dann bin ich auf ein Buch gestoßen, das können wir auch später dann noch drauf eingehen, über Minimalismus. Und habe mir gedacht, ja, eigentlich gilt das für Biohacking ja genauso. Was ich jetzt versucht habe, ist, möglichst viel noch zusätzlich zu meinem Tag reinzupressen, damit es mir besser geht, damit ich besser perform. Aber so läuft es nicht, weil jeder von uns hat nur begrenzt Ressourcen. Und was man oft sieht bei Profisportlern oder auch bei manchen Biohackern, ist halt das Produkt jahrzehntelanger Erfahrung auch. Und oft haben die einfach viel Zeit. Also ein Profisportler trainiert dreimal am Tag und kann sich dazwischen ausruhen. Das kann ein CEO nicht. Und deshalb wird er auch niemals das Programm von der Men's Health machen können, wo empfiehlt, 2 bis 3 Mal am Tag ins Fitnessstudio zu gehen, weil das einfach nicht passt. Und da kommt Minimalismus ins Spiel. Man nimmt was weg und integriert in den Alltag, anstatt immer noch einen draufzusetzen. Ja, also weil du auch gesagt hast, Schlaf, Regeneration, Training, Leistungssportler. Wenn du dein Training stetig steigern kannst, zum Beispiel eine Wiederholung mehr, Umfänge, Intensitäten und Co., dann ist das ein sehr gutes Zeichen, dass deine Regeneration sehr gut funktioniert. Bist du ja auf dem absteigenden Ast, dann sollte man oder darf man sich ja vielleicht mal Gedanken machen, was gehört denn alles dazu, um höher, schneller weiterzukommen? Ah, vielleicht gehört da auch genau der Gegenpol dazu, mal Balance, Ruhe, Entspannung, Regeneration. Und das Thema Biohacking gebe ich dir vollkommen recht. Im höher, schneller, weiter ist so eine kleine, ich nenne es mal, mit dem Augenzwinkern meinerseits eine kleine Kritik. Die habe ich bei dir jetzt auch so ein bisschen rausgehört, weil da kriegst du erstmal 10 Supplements empfohlen. Manchmal verkaufen die und stellen die selber her. Man möchte jetzt nichts Gutes, Böses vermuten. Aber eine Rotlicht und Kälte und hast nicht gesehen. Und es gibt, ich habe auch schon zu diesen 5 AM Club gehört, ne? Möglichst früh aufstehen, um die Morgenroutine genüsslich durchzuhetzen. Oh, ich habe noch eine Viertelstunde zu meditieren. Na, hoffentlich kommt mir bloß kein Gedanke. Und das macht Stress. Wie schaut denn dann deine aktuelle Morgenroutine aus, wenn wir es schon einmal hier auf den Punkt bringen? Genau. Ich habe im Prinzip 2 verschiedene. Und zwar einmal die Workout-Routine und einmal die Erholungsroutine mehr oder weniger. Mhm. Und die ist eigentlich inzwischen super kondensiert. Also wir hatten es vorher schon, also ich stehe auf, gehe ins Bad. Das ist schon mal ein guter Schritt. Also ich muss sagen, ein guter Schritt für eine Morgenroutine. Genau, und tatsächlich auch da, also eigentlich beginnt mein Morgen schon am Abend davor. Ich schaue ein bisschen auf Schlafzyklen, ich bereite mir alles vor, ich lege meine Sportklamotten raus, lege mir schon alles hin, dass ich morgens möglichst wenig Stress habe auch. Und schaue dann auf die Schlafzyklen und stehe meistens so um 6:15 auf, gehe dann ins Bad, putze mir die Zähne und wie gesagt, trinke noch was und starte dann sofort mit dem Workout. Das ist natürlich von Biohackern oft kritisiert, weil natürlich der Körper morgens eigentlich noch nicht auf seinem Hormon-Top-Level für Workouts ist, aber es passt einfach super in meinen Terminkalender. Dann komme ich vom Sport rein, hüpfe kurz unter die Dusche, mache tatsächlich auch kalte Dusche natürlich. Also das gibt mir einfach nicht zu lang, weil sonst das Muskelwachstum hemmt, aber einfach kurz, um nochmal frisch zu werden. Mache mich fertig, nehme meistens noch ein Frühstücksshake und dann bin ich eigentlich schon auf dem Weg. Den Rest mache ich dann zum Beispiel im Zug. Da mache ich dann meistens ein Dual N-Back Training. Das ist eine App, wo man das Gehirn trainieren kann. Die ist wirklich ganz, ganz toll. Ich habe noch eine Sprachlern-App, wo ich schon mal so in den Tag starte und höre mir da dann auch ein paar Meditationen an. Hauptsächlich eigentlich meine eigene Vision, die ich mal aufgenommen habe. Das höre ich mir dann alles im Zug an. Also ich versuche wirklich, bis ich im Büro bin, die Zeit möglichst gut zu nutzen. An einem Erholungstag stehe ich auf, eigentlich ziemlich ähnliches Programm, nur dass ich anstatt Sport oft in die, also ich habe mir eine eigene Infrarotsauna gemacht, quasi mit Infrarotlampen oder so eine Saunadecke, wo ich mich dann kurz reinlege, einfach ein bisschen schwitzen, dann noch eine kalte Dusche, so ein bisschen mehr Erholung. Und was ich jetzt vergessen habe, was aber immer dazu kommt und eigentlich echt wichtig ist, ich mache generell vor dem Badspiegel schnell 5 Minuten Stretching und ein bisschen ausschütteln, so Qigong-Shake. Auch da, also es ist nicht nur körperlich, fühlt sich das super an, sondern wirklich auch mental. Also ich spüre sofort, wie irgendwie der Blutfluss besser ist und wie ich mich besser konzentrieren kann.
dauert aber maximal wirklich 5 Minuten und danach bin ich eigentlich schon super geschmeidig. Ja, Al-Dulenbeck kenne ich auch bezüglich um die Kognitivität, also das Lernen zu verbessern, ist ja eigentlich ein Dauerbelastungstest, den man als App und Co. verwenden kann. Ich fand den am Anfang super frustrierend, aber wie es so beim Training und so gänzlich ist, ne, mal raus aus der Komfortzone, in die Lernzone oder Panikzone und dann kann man entsprechend dann auch daraus lernen. Aber bedingt natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit. Bezüglich des Sportes am Morgen, was machst du da? Das ist eigentlich ganz gemischt. Also generell mache ich meistens in Richtung Calisthenics, also ich habe Gymnastikringe, sind auch mein Nummer 1 Tool, wenn es um Kraftsport geht quasi oder um Fitness für mich. Das ist, entweder mache ich so ein Super Slow Strength Training, heißt das, also mit sehr, sehr langsamen Wiederholungen. Das ist viel exzentrik, ne? Also langsames, als Beispiel für die Zuschauer vielleicht, Klimmzug hochziehen und exzentrik ist es langsam herablassen oder Beinstrecker oder Kniebeuge langsam nach unten gehen ist die Exzentrik. Ganz genau, also möglichst lang die Spannung dann heben auch und man merkt dann schnell, da braucht man gar nicht so viel Gewicht, um den Muskel trotzdem auszureizen. Also das mache ich sehr gern, kombiniere das aber auch immer mit explosiven Workouts dann, also in abwechselnden Tagen. Das mache ich zum Beispiel sehr gern. Da gibt es das 7-Minute-Workout, das wirklich super ist, um mal richtig die Herzrate hochzubringen. Ansonsten, was mache ich noch? Animal Flows mag ich sehr gerne, also sowas wie Bear Crawl oder Lizard Crawl oder Rückwärtsbrücke. Also das sind ganz tolle Übungen, wo man kein Equipment braucht. Und sonst gehe ich auch öfters mal laufen, also wirklich sehr, sehr gemischt. Aber ganz viel Körpergewicht, also wenig Equipment wie möglich. Ja, ne, kommt vielleicht auch daher, wenn du viel auf Reisen bist, dass man dann nicht erstmal 60 Kilo Kettlebells im Koffer aufgeben muss beim Flug. Oder ich habe ja 16 Kilo Kettlebells, ist das noch Handgepäck? Genau, also tatsächlich so, war für mich immer ein Thema, also wenn man viel unterwegs ist, vor allem per Flug, also ich hatte immer Handgepäck und es ist super schwierig für viele dann das Workout, die Workouts aufrecht zu erhalten, so war es auch für mich. Oft ist man dann in der Stadt, vielleicht regnet es noch, es ist eine große Stadt, da macht Joggen keinen Spaß, dann ist man wirklich auf einen Hotelraum beschränkt. Und dann gibt es eben das 7-Minute-Workout zum Beispiel, wo man super unterwegs machen kann, das muss man sich nur ein bisschen zurechtlegen und man kann seinem Körper trotzdem richtig was abverlangen damit. Ja, also man kann sich auch an eine Hoteltür Klimmzüge hochziehen, funktioniert. Passt da ein bisschen auf, ich habe vor ein paar Jahren da mal eine Tür aus den Angeln gerissen. War ein bisschen teuer. Da habe ich mal 300 Euro für eine Hoteltür bezahlt, weil ich die mit dem THX aus dem Rahmen rausgerissen habe. Ja, war eine Erfahrung wert. Jetzt gucke ich immer rüttelig. Ist die fest? Ja, ist fest. Gut. Jetzt hast du ja gesagt, okay, Biohacking. Gibt es ja unterschiedliche Interpretationen. Wie würdest du Biohacking in einem Satz einem 5-jährigen Kind erklären? 5-jährigen Kind, das ist ein gemeiner. Ah, okay, ich mach's leichter. 5,5. 5,5, okay, sehr gut. Ja, der checkte mehr. Biohacking ist für mich eine sehr zielgerichtete und selbstverantwortliche Selbstexperimentierung quasi, oder? Also man experimentiert mit sich selber und erfasst aber Daten und nutzt eventuell auch Technologie, um das zu tun, um sich selber zu optimieren. Gibt es ein 5-Jähriger oder 5-Jährige? Schreibt es mal in die Kommentare drunter, falls ihr 5,5-jährige Kinder gerade habt oder so in die Richtung. Spielt die Sequenz vor und fragt mal, was denn der Marco damit meint. Du kriegst doch mal einen Versuch beim Minimalismus. Sehr gut. Machen wir mal kurz einen Schwenk zum Minimalismus, weil du hast gesagt, du hast dann ein Buch gelesen zum Thema Minimalismus und das dann aufs Biohacking umzusetzen. Ich erinnere mich noch, ich habe damals zu Studienzeiten wirklich supplementiert, was so nicht bei 3 auf dem Baum war, genau aus dem Thema Krafttraining. Es waren auch so manchmal, heute würde man vielleicht sagen, so die Grauzone an Supplements, was man da so Intus geben kann. Und da habe ich einen ganzen gelben Sack dann irgendwann entsorgt. Wie war das dann deine erste Begegnung? Was war das für ein Buch? Und wie hast du dann diesen Minimalismus in das Biohacking einfließen lassen? Genau. Wie gesagt, also ich habe damals versucht, mich quasi wieder gesund zu hacken mit den ganzen Infos, die ich hatte aus Büchern rund ums Biohacking und meine Morgenroutine wurde einfach für mich schon viel zu lang. Und genauso wie bei dir eben auch, oder Supplements und so weiter und so fort.
Und ich bin dann auf das Buch gestoßen, das heißt Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less von Greg McKeown heißt der. Ist ein unglaublich gutes Buch. Also wirklich, das ist eins, wo ich ab und zu auch wieder lese. Also eins von den seltenen Büchern, wo ich gern wieder rausziehe. Und im Prinzip geht es darum, wie halt schon der Name sagt, man reduziert und eliminiert, anstatt dass man immer oben drauf packt. Also das unterteilt sich eigentlich in drei Bereiche. Das eine ist erstmal das Erforschen. Also erstmal muss ich ja schauen, was gibt es denn für Optionen, was ist denn da alles draußen? Und dann, anstatt das alles anzuwenden und zu sagen, so, und jetzt gehe ich los und jetzt mache ich Biohacking und morgen bin ich Superman, was meistens dann zum Scheitern verurteilt ist, weil es einfach zu viel ist, statt dich genau am anderen Ende. Ich sage, was kann ich denn weglassen? Und meiner Meinung nach ist das oft ein Problem bei fast allen Leuten, die sagen, so, und jetzt mache ich Workouts, ab jetzt werde ich stark und jetzt trainiere ich 5-mal die Woche. Aber dabei haben die noch irgendwas im Körper, so wie bei mir eine Nahrungsmittelsensitivität gegen Milch, die sie eigentlich behindert. Und bei mir war es genau so. Ich konnte einen Monat lang trainieren in einem anspruchsvollen Programm maximal und dann war ich krank. Und dann gab es 3 Wochen Pause und dann konnte ich wieder von null anfangen. Immer dieser Zyklus, immer dieses Auf und Ab. Und so bin ich drauf gekommen, ja, ich muss ja erstmal eliminieren. Ich muss erstmal die Gifte, die Reize, alles, was eigentlich mich belastet, das muss erstmal weg. Und erst dann kommt quasi die Action-Phase, wo ich sage, so, und was von dem, was ich jetzt hier gelernt habe, nachdem ich die Sachen eliminiert habe, was von dem wende ich jetzt an? Und da geht es einfach darum, auch bei Minimalist Biohacker, und laut meiner Philosophie, was sind denn die 20% der Hacks, mit denen ich aber trotzdem 80% ungefähr der Leistung erreichen kann? So das Pareto-Prinzip, ja. 80-20. Mhm. 80-20, Pareto. Was du gerade sagst, ist für mich so ein bisschen aus Coaching-Bereich dieser Öko-Check. Spricht etwas gegen das Erreichen dieses Zieles? Spricht etwas dagegen, dass ich diesen Schritt mache? Und bei dir war es dann halt die Nahrungsunverträglichkeit, die dich limitiert hat, Vollgas zu geben. Genau. Mhm. Und dieses Buch, wie kann ich mir das vorstellen? Was sind da die ersten Schritte? Also was war für dich der erste Schritt? Hast du dann die Tablettenbox angeguckt und gesagt, okay, welche Tabletten fliegen raus? Oder wie sah das aus? Tatsächlich. Also im Bereich Minimalismus und auch in dem Buch gibt es eine Art Challenge, die heißt 30 Dinge ausmischen. Im Prinzip geht es im Buch halt jeden Tag eine Sache für 30 Tage. Und das ist ein super spannendes Experiment. Und es ging bei mir los tatsächlich mit dem Kleiderschrank. Also klar, ich war viel auf Reisen im Vertrieb. Da musst du dich in den etablierten Firmen quasi auch entsprechend anziehen. Aber wenn du morgens oder wenn du ich muss auch schneller auf Reisen, da ging es mal, hey, wir haben einen Termin gemacht, morgen geht es nach Amsterdam, um 5 Uhr morgens, zack, zack, los. Und wenn du dann noch morgens vor deinem Schrank stehst und dir überlegst, ja Mensch, was passt jetzt besser zu dem oder zu dem, dann bringst du dich eigentlich schon in Stress, du verlangst was von deinem Gehirn ab, du musst dich entscheiden, es ist einfach schwierig. Und wenn man da mal ansetzt und schon sagt, so, sag mal, das trage ich doch eigentlich gar nicht mehr, das ist doch eigentlich gar keine Option und raus damit, dann merkt man schon, hey, irgendwie läuft mein Leben einfacher und flüssiger. Und oft sind die Dinge, die wir haben, halt das definiert uns halt auch und es begrenzt uns auch ein Stück weit. Und so habe ich angefangen, Sachen wegzuhauen. Also wirklich Kleidung, also wirklich ohne Ende Kleidung ging daraus. Das ging dann aber auch weiter bei den Supplements, wo ich mir gedacht habe, du, eigentlich, das ist jetzt so eine kleine, also alle Bodybuilder empfehlen das, aber das ist so ein kleiner Bestandteil. Es ist viel effektiver, ich trainiere regelmäßig, als wenn ich das nehme. Also zack, weg damit. Brauche ich das wirklich? Das ist immer so die Frage. Brauche ich das wirklich? Würde ich es mir wieder kaufen? Bringt es mir noch irgendeinen Nutzen? Und wenn nicht, dann gehe ich jetzt radikal. Ja. Also, was hast du jetzt da für Klamotten? Weil das erinnert mich so ein bisschen an Steve Jobs und Mark Zuckerberg. Die ziehen ja immer das Gleiche an. Und ich habe im Prinzip, das ist so mein Podcast-T-Shirt. Sehr häufig sehen die Leute mir auch eine schwarze Nike-Shirt. Oh, Werbung. Also ohne den Haken drauf. Versuche ich immer so hinzudrehen. Ich habe nur schwarze Nike-Shirts und 3 Hosen. Meistens kurz. Da muss ich mir keine Platte machen. Was ziehe ich denn? Was passiert? Was passt denn kombinationsfarblich zusammen? Natürlich, wenn ich jetzt einen Business-Termin habe mit Anzug, versuche ich den zu meiden oder die wissen, dass ich barfuß auftauche. Aber was für Klamotten hast du denn jetzt noch?
Also immer noch ein ganz breites Spektrum, also eben auch von Anzügen, Hemden, T-Shirts, Poloshirts, so wie heute, kurze Hosen, lange Hosen. Also ich habe den Spaß an Mode eigentlich nicht verloren, aber es ist ein bisschen reduzierter einfach. Also gerade so die Basic-Farben oder schwarz, weiß, blau geht einfach absolut immer. Neutrale Farben wie beige für Hosen oder Jeans oder eben auch blau an. Und Schuhe auch reduziert einfach auf die Basic-Farben, also einfach nicht mehr, eigentlich nicht mehr so fancy, nicht mehr so kombinationsbedürftig. Und viele Leute, die kaufen halt so ein, die kaufen in Outfits. Und letztendlich musst du dann irgendwie schauen, ah, das habe ich doch zusammengekauft, wo ist jetzt das T-Shirt? Ah, ist in der Wäsche mischt, jetzt geht's hier weiter. Ich habe mir so eine Garderobe gemacht, wo ich eigentlich, wenn ich morgens reinkomme und mein kleiner Sohn und meine Frau schlafen noch und ich mache das Licht nicht an und ich ziehe irgendwas raus, dann passt das für gewöhnlich, genau. Sehr zeitsparend. Ja, genau. Schatz, ich muss noch kurz Licht anmachen, ich muss erst mal gucken, wo die Hosen und die Socken sind. Das kann natürlich dann auch für den einen oder anderen schwierig wirken. Was mir gerade noch einfällt, ist, wie hast du denn aussortiert? Weil ich kenne das von Marie Kondo, das war meine erste Berührung mit Minimalismus. Wir sind umgezogen und ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, alles in die nächste Wohnung zu schleppen. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie möchte ich, ja, du musst es raustragen, aber nicht wieder irgendwo hoch. Und da bin ich auf Marie Kondo gestoßen, wo du ja zum Beispiel auch mit Kleidung startest. Alle Kleidung auf den Haufen und anfassen. Bin ich damit glücklich? Fühlt sich das gut an? Und manchmal geht ja dann das Gedankenchaos los, das könnte ich noch beim Schlafengehen anziehen oder ist ein Loch drin, kaufe ich mal in irgendwie 10 Jahren noch einen Flicken, haue ich da drauf, muss ich erstmal ein Bügeleisen kaufen, um das drauf zu bügeln. Oder gegebenenfalls, ja, das wird doch eine Arbeitsklamotte. Das kann man doch noch anziehen, wenn ich irgendwo tief im Erdreich eine Wurzel ausbuddel. Das hat mir total geholfen. Anzufassen, fühle ich mich damit gut? Nö. Wir haben einen ganzen Kleiderschrank entsorgt, also bei eBay dann verkauft. Weil ich so keine Klamotten mehr hatte. Nach welchen Kriterien ist dieser erste Tag mit der Kleidung? Wonach sortiert man aus? Ich kenne natürlich auch die Marie Kondo und da ist natürlich oft ein Ansatz, dass man sagt, man dreht mal den Kleiderbügel um auf die andere Seite, wenn man was getragen hat. Und am Ende von 1-2 Monaten siehst du eigentlich, was hängt noch wie rum und kannst dann sagen, das hatte ich schon lange nicht mehr an, tatsächlich raus damit. Habe auch gar keinen so spirituellen Ansatz quasi gebraucht, somit fühlt sich's gut an oder nicht. Es war für mich eigentlich wirklich relativ leicht zu sagen, habe ich es eigentlich an oder nicht, das wusste ich noch. Und wenn ich es wirklich nicht anhatte länger, ist rausgeflogen. Einfach ziemlich radikal tatsächlich auch. Und wenn das 30 Tage sind, also quasi eine 30-Tage Aussortier-Challenge, kannst du dann noch so ein paar Tage kurz beschreiben, bitte? Und was wird da gemacht? Also letztendlich, wenn man es sich vor allem schwer tut halt und sagt, hey, eigentlich, ich schmeiß einfach nicht ganz Sachen weg oder wie du sagst, das könnte ich noch da und da brauchen, ist halt die Idee, dass man sich eigentlich jeden Tag einfach eine Sache rauswirft. Ja, ich habe das auch im Rahmen von einem Umzug gemacht und da quasi schon gesagt, hey, die 30, das waren sogar mehr wie 30 Sachen, die kommen einfach weg. Ich bin jetzt auch schon ich habe schon zwei von der Challenges quasi hinter mir. Also nach der ersten kam die zweite, das war dann schon ein bisschen schwieriger. Das sind wirklich so Sachen, ich schaue mir mein Leben so ein Stück weit kategorisch an. Also eins zum Beispiel ist Kleidung, oder? Das andere wäre jetzt Biohacking. Und da habe ich das eben auch schon gemacht. Und dann, oder Supplementfach. Und dann schaut man so, okay, ich habe jetzt hier noch das Tool und das Tool und das Tool. Wie oft benutze ich es eigentlich? Ist das wirklich eine Geschichte, wo ich mich selber dran erinnern muss und irgendwann mal drauf komme, das habe ich noch? Oder ist das was, wo ich wirklich sage, boah, das liefert mir eigentlich jeden Tag richtig Wert? Und wenn es dann ganz schwierig wird, also mit ganz schweren Sachen, dann muss man sich wirklich fragen, würde ich das nochmal kaufen? Und was schmeiße ich lieber weg? Also was ist das Tool, wo mir wirklich am Herzen liegt? Und das wird auch immer schwieriger. Also ich will jetzt demnächst die dritte 30-Stück-Challenge starten und die wird dann schon zäh. Weil dann geht es wirklich, dann sind es wirklich so, das mag ich auch, weil das schmeiße ich weg. Aber auch hier, es soll ja nicht extrem sein. Also auch Minimalismus ist für mich nicht so eine Religion. Das ist auch nicht der Schlüssel zu allem. Ich glaube, dass da auch hier wieder in den ersten 20% eigentlich die 80% Potenzial liegen. Wenn man zum ersten Mal die Challenge macht und sortiert die 30 Stück aus, das spürt man sofort. Was waren denn da? Weil eine Frage, die ich dir ans Ende noch stellen würde, ist zum Beispiel, ne, was sind deine 3 nützlichsten Gadgets? Was ist denn da weggeflogen? Wo hast du gemerkt, okay, das Gadget, das ist gar nicht so wichtig?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte vom... Also quasi der Aura-Ring. Der Aura-Ring. Na, der bleibt definitiv noch eine Weile da. Es war vor allem im Fitnessbereich auch. Also ich hatte ein paar Sachen doppelt, ob das jetzt Faszienrollen sind oder Bänder auch. Eben sowas wie die Therabänder, wo du vorher erwähnt hattest und so weiter. Und die lagen aber dann immer zu Hause. Also letztendlich, ich musste mich schon mal irgendwie erinnern und sagen, ja du, heute baue ich sie aber in ein Workout ein. Und irgendwie war es fast schon gezwungen. Sowas ist dann relativ schnell mal rausgeflogen. Große Geräte benutze ich gar nicht mehr. Ich hatte Hanteln, Hantelscheiben, Langhantel, Hantelbank. Das ist alles weg. Und also nicht nur, aber auch dem geschuldet, dass wir eben auch Platz, vom Platz her nicht mehr so viel Platz haben in unseren Wohnungen und so weiter. Jetzt habe ich noch Nachwuchs bekommen. Aber sowas auch. Und wirklich gesagt habe, nein, ich will eigentlich mit einem Körpergewicht trainieren, hauptsächlich. Ich habe auch noch anderes Equipment da, aber hauptsächlich Körpergewicht. Dann ist da schon viel gegangen. Das können aber auch Sachen sein wie eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, die man nicht benutzt. Also wenn man sagt, eigentlich bin ich da angemeldet, aber ich gehe eh nie hin. Warum hat man es dann noch? Und hat es irgendwie im Kopf und zwingt sich dazu. Du weißt schon, dass passive Mitgliedschaften in einem Fitnessstudio eigentlich die lohnenswertesten sind, weil die machen ja die Geräte, benutzen sie nicht, machen sie nicht Dreck, nutzen sie nicht ab. Also, wenn ihr im Fitnessstudio unterstützen möchtet, behaltet eure Mitgliedschaft, aber geht nicht hin. Das ist so aus Sicht des Fitnessstudios zumindest ganz nett. Genau. Aber ihr könnt sie auch kündigen, wenn ihr sie nicht nutzt. Was waren denn noch weitere, weil wir haben ja auch den Kontext Geschäftsumfeld, also Biohacking im Geschäftsumfeld, im Umfeld integrieren. Wie integrierst du denn Biohacking gezielt in dein Geschäftsumfeld? Genau. Kombinieren wir das vielleicht gerade noch mit dem Minimalismus mit. Mhm. Also wenn man viel unterwegs ist, so wie ich damals, dann stellen sich halt einige Herausforderungen, die man nicht hat, wenn man jeden Tag im gleichen Büro ist. An so einem beispielhaften Arbeitstag, also ich bin dann morgens abgeholt worden, auf nach Zürich, das ist unser nächster Flughafen. Da wartet man dann, steigt in den Flieger und fliegt zu der Location, wo man hin will. Fährt dann quasi durch die Stadt zu einem Termin und dann zum nächsten Termin und so weiter. Da geht es dann halt schon los mit so Themen wie, sagen wir mal, Rotlicht, wo man eigentlich gern machen würde, oder Supplements und richtige Ernährung, wo man einfach dann viel schwerer in seinen Alltag integrieren kann. Und da haben mir dann quasi Supplements tatsächlich wieder geholfen, weil ich gedacht habe, hey, Multivitamin ist an sich vielleicht nicht unbedingt das Perfekte für jeden, aber hey, es ist sehr viel günstiger, als wenn man jetzt sich in Zürich am Flughafen ein quasi nahrhaftes Menü bestellen muss und es hebt länger. Also es ist wesentlich besser, als wenn ich mir jetzt da einen guten Salat mitnehme und den aber 3 Tage mit mir rumtrage. Ja. Quasi so einfache Lösungen dann mit einbauen. Und gleichzeitig eben bei dem Trip, wenn man den immer so vollpackt, ich war abgeholt, ich mache das, da geht es ja schon los, da beginnt das Ganze schon. Und da war für mich wirklich so ein Takeaway, ich bin viel frischer und viel besser in Meetings, wenn ich entweder am Abend davor anreise schon. Und klar, das kostet dann vielleicht eine Hotelnacht, aber wer weiß, vielleicht sind die Flüge günstiger und ich hole viel mehr aus dem Tag raus. Und da muss ich ein Unternehmen und jemand, der zum Beispiel im Vertrieb arbeitet, auch fragen, wie viel Wert haben denn meine Meetings? Und was, wenn ich aus dem Meeting 10% mehr rausschlagen kann, dann hat sich doch der Flug schon längst amortisiert oder das Hotel. Quasi Terminplanungselemente. Und da ist wirklich so das Wichtigste, was ich gelernt habe, Puffer einbauen. Also wirklich bewusst auch sagen, hey, ich brauche zwar theoretisch vom Flughafen zu meinem nächsten Meeting eine Stunde, aber vielleicht kriege ich das Taxi nicht, vielleicht fällt was aus, vielleicht kommt irgendwas dazwischen, also baue ich doch eine halbe Stunde oder vielleicht sogar eine Stunde Puffer ein. Und das hat mir schon wahnsinnig oft richtig viel Stress erspart und auch Meetings gerettet, weil man dann einfach nicht immer so unter dem Zugzwang ist. Und wenn man ehrlich ist, irgendwas kommt immer. Und letztendlich ist das eigentlich so für mich der größte Hack und auch im Berufsumfeld auch Minimalismus direkt angewendet. Mhm. Also quasi im Geschäftsumfeldkontext schon mal für diejenigen, die viel reisen, zu überlegen, reise vielleicht eine Nacht eher an, um entsprechend ausgeruht deine Routinen so ablaufen lassen zu können, dass du halt bestmöglich performen kannst im Meeting oder im Geschäftstermin oder je nachdem, wo man dann und was man gerade tut. Genau, und dann zum Biohacking quasi dann noch. Letztendlich möchte man ja dann wirklich auf dem Top-Level performen, auch in den Meetings. Das ist natürlich wichtig.
Und da hilft uns natürlich zum Beispiel Lichttherapie. Also Rotlicht ist ein wahnsinnig effektives Tool und am liebsten würde man das ja auch alles anwenden. Aber selbst die portablen Lösungen sind dann halt irgendwie viel, oder? Also ich nehme dann zum Beispiel, ich habe ein portables Rotlicht, aber es wiegt halt auch was und in meinem Handgepäck ist wenig Platz. Also letztendlich geht es dann auch ein Stück weit darum, auch da ein bisschen den Anspruch vielleicht runterzuschrauben, sich aber ein bisschen Zeit nehmen und Dinge machen, wo man eben kein Equipment braucht. Das sind zum Beispiel Atemübungen, wo man machen kann. Oder einfach zeitig ins Bett gehen, anstatt noch in eine Bar was trinken. Und das ist sowieso noch ein wichtiger Punkt, nochmal zu der Eliminierung, wo wir hatten, auch im Prinzip vom Minimalismus. Da gibt es ganz viele Dinge, die man einfach weglassen kann, die einem schon wahnsinnig helfen. Zum Beispiel, wie man immer noch im Flieger hört, ja, ich trinke einen Rotwein, ja, dann schlafe ich besser. Ist natürlich Quatsch. Und wenn man das mal irgendwie ein bisschen misst, also so mit dem Aura-Ring oder so, dann sieht man nicht, dass Alkohol grundsätzlich die Herzrate höher hält, der Körper wesentlich später in so einen entspannten Zustand kommt in der Nacht und man sich so eigentlich unnötig eine Nacht verhagelt. Also auch hier kann man mit Eliminierung wirklich einiges rausholen. Das ist ein spannender und wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Ein sehr toller Kollege, der Martin, auch im Coaching-Kontext, aber auch Pilot, der hat mir mal gesagt, wie viel Leute eigentlich angetüdelt fliegen. Beruhigung, besser schlafen, da oben schmeckt es irgendwie anders, ne, aufgrund der Geschmacksknospen hast du ja die Wahl zwischen Tomatensaft oder Wein. Also du kannst die Weinflasche auch deinem Nachbarn über den Kopf ziehen, dann schläft er auch. Nein, bitte nicht machen. Aber Alkohol wäre keine optimale Lösung, auch gerade das Thema Regeneration. Das ist die Frage, was ist es wirklich, der Jetlag oder dass du betrunken aus dem Flieger steigst? Genau, also innerhalb von Europa war es definitiv dann oder ist definitiv oft der Alkohol dann auch, wo man denkt, ja, man tut sich eigentlich was Gutes, tut man aber nicht. Ich meine, beim Fliegen ist eh so, man trinkt ein bisschen zu wenig, man kommt ein bisschen dehydriert an. Ja. Und viele Leute fühlen sich dann ein bisschen komisch oder merken schon so, ja, so Reisen und Messe, das strengt mich schon richtig an. Aber schauen dann halt nie nach, warum eigentlich. Und oft sind es einfach Lifestyle-Faktoren. Man geht spät ins Bett, man isst sehr spät, man ist oft ungesund, weil es einfach nichts anderes gibt. Auch auf Messen und so weiter. Dann trinkt man halt noch ein paar Drinks an der Bar und klar ist das sozial super und manchmal muss es auch einfach sein. Das ist ja auch so. Also ich will da gar nicht zu extrem sein. Aber das sind halt schon so Themen, wo man einfach ein bisschen drauf schauen kann und man schon viel mehr rausholen kann. Mit null Investment und for free und einfach nur durch weglassen. Ja, also ne, auch wäre vielleicht das Pareto-Prinzip, statt auf einer Messe 10 Schnäpse zu trinken, plus 20%, 2, statt bis 0 Uhr, bis 10 Uhr bleiben, das hilft schon. Also ich habe das auch auf Messen sehr häufig gesehen, auf der FIBO und Co., wenn wir da irgendwo Messeparty hatten, die teilweise früh an der Messe standen, da hättest du Streichhölzer gebraucht, um die Augen aufzuhalten. Dann denkst du, okay, die repräsentieren jetzt eine Firma oder eine Dienstleistung. Also ich bin dann halt auch eher los, aber es ist ja auch eine gewisse Philosophie, die wir vielleicht beide verfolgen. Von daher finde ich das Thema, auch was du mit dem Jetlag gerade erwähntest, so wichtig. Was sind denn so deine drei Hacks, also Biohacks für Fliegen? Also Flüge. Ja, genau. Also was ich definitiv jedem empfehlen kann, und das ist auch ein kleines Investment, und aber ein Top-Gadget zum Reisen, sind eben Kopfhörer, die den Schall ausblenden. Also so Noise-Canceling-Headphones, gleichzeitig Schlafmaske. Und also das sind zwei Top-Dinge, vor allem auch für Überseeflüge. Und wenn man Übersee fliegt, tatsächlich noch ein Nackenkissen. Das sind mal drei Dinge, mit denen man einfach sich richtig gut erholen kann auch. Da geht es in erster Linie drum, einfach mal die Reize von außen ein bisschen zu blocken. Das ist mir also tatsächlich erst spät aufgefallen. Ein Flieger ist ja wahnsinnig laut. Das merkt man dann, wenn man sich solche Headphones reinmacht und man merkt, oh, ich bin eigentlich schon maximal, aber ich höre den Podcast immer noch nicht so richtig. Und das fällt einem aber irgendwann nicht mehr auf. Also nicht bewusst, aber dem Körper fällt es sehr wohl auf. Also er muss ja ständig filtern und irgendwann blockt er das raus. Das ist alles Arbeit. Gleichzeitig visuelle Reize. Immer ist irgendwo ein Licht an oder irgendjemand hat noch einen Laptop auf, während du eigentlich schlafen willst. Und das mal auszublocken. Also wirklich zu sagen, hey, ich mache jetzt da die Headphones drauf und am besten noch so kleine Ohrstöpsel auch noch rein, dass wirklich Ruhe ist. Eine Schlafmaske drauf. Und dann noch was, das ein bisschen bequem ist. Das ist für so Überseeflüge der Wahnsinn. Also man steigt ganz anders aus dem Flieger. Also diese Noise Cancelling, also ich habe jetzt auch gerade einen auf,
Das ist also auch schon beim Zugfahren oder Autofahren, also wenn ich mitfahre beim Auto, das ist so still und dann setzt du dich ab und denkst, boah, was ist denn das für Geräuschkulisse unterwegs? Und das ist ja auch das, was wir machen, das auch in der Sprache, das nennt man Tilgung. Unser Körper tilgt einfach das, was ihn nervt. Bestimmte Frequenzen werden rausgeschnitten, die sind da, aber es kostet Energie, die rauszufiltern. Und deshalb diese drei Gadgets, Noise Cancelling, finde ich total, total krass. Also was da der Technik inzwischen kann, Hut ab. Und schon recht günstig. Genau, die gibt es relativ günstig auch schon. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel mit Melatonin? Das hört man ja auch immer mal wieder bei Jetlags. Okay, wirfst du dann zu der Zeit, wo du ankommst, wenn es jetzt Zeitverschiebung gibt, da schon mal Melatonin, um deinen Schlafrhythmus, deinen Melatonin anzupassen. Hast du damit Erfahrungen gemacht? Und wenn ja, wie sind deine Erfahrungen? Genau, habe ich tatsächlich nicht. Also auf meiner Reise, so meinen Schlaf zu optimieren, bin ich schon öfters auf das Thema Melatonin gestoßen. Es gibt ja öfters so Online-Tests, wo sagen, hey, wie schläfst du und so weiter. Unsere Empfehlungen sind Melatonin. Bin ich immer ein bisschen davon abgewichen, weil ich eigentlich, also es ist ja letztendlich was, wo der Körper produziert, oder ein Hormon auch, und da bin ich immer ein bisschen kritisch. Also will ich das meinem Körper zuführen oder signalisiere ich ihm damit, okay, hör zu, du musst in Zukunft, zukünftig weniger davon produzieren, weil ich gebe dir das schon extern. Und immer wenn möglich, möchte ich eigentlich lieber, dass mein Körper was selber produziert, sei das Vitamin D mit Sonne oder, keine Ahnung, alles Mögliche, anstatt es zu supplementieren. Also mache ich tatsächlich nicht. Was ich eher machen würde, ist, wenn ich dann ankomme an meiner Destination, also quasi zum Beispiel bei mir war es oft New York, USA und so weiter, ich schaue es natürlich schon vorher, wie ist der Rhythmus dort. Und dann gibt es so Blaulichtbrillen auch. Ich hatte letzte Woche eine Live-Session mit dem Armin Tank von Nomad Performance. Mhm. Die machen so eine Blaulicht-Blockerbrille, wo aber auch Blaulicht integriert ist. Und arbeite lieber so, dass ich den Körper quasi reizt, zum Beispiel mit Blaulicht, und mein Körper dann sagt, ah, jetzt, okay, jetzt produziere ich quasi Serotonin, weil jetzt ist morgens, und das wird dann ja im Laufe des Tages beziehungsweise am Abend umgewandelt in das Melatonin, und dann habe ich automatisch mehr. Oder so Dinge wie Pistazien essen, wo zumindest laut einer Studie, ich hoffe, die ist solide, quasi auch sagt, ja, das ist ein Nahrungsmittel, wo es sehr hoch in Melatonin ist, dann esse ich lieber das, als dass ich es mir über ein Supplement zuführe. Ja, ist ähnlich wie mit Sauerkirschensaft. Genau. Da ist auch Melatonin drin. Kann man als Schlafhilfe mal nutzen, testen. Wäre natürlich erstmal günstig zu schauen, warum hat man denn zu wenig Melatonin am Abend. Ich bin auch ein großer Freund von Licht unterstützen, also Lichttherapie oder mit Infrarotlicht oder Blaulicht oder Tageslichtlampen, gerade in den Wintermonaten. Aber auch dieses Fliegen, das ist jetzt nicht das Natürlichste für unseren Körper. Also wenn du auf dem Pferd eine Zeitzone überschritten hast, da warst du wahrscheinlich ein paar Meter und Tage unterwegs und hast die Sonne ein paar Mal auf und ab gehen sehen. Da gibt es so ein, hatte ich mal gelesen, dass wenn du eine Zeitzone veränderst, dass du einfach einen Tag draußen bleibst, also auch den Nachtzyklus, so Richtung Tarpen, draußen schlafen oder auf dem Balkon im Hotel, dass du einmal die Sonne auf- und abgehen siehst, dass deine ganzen Melanopsin-Rezeptoren im Auge und Co. das registrieren. Ah, okay, scheinbar neuer Sonnenzustand, passen wir mal an. Genau, und dann gibt es natürlich noch in der Biohacking-Szene auch den Tipp, dass man sich quasi erdet, bevor man danach schlafen geht, weil das ist dann wieder ein anderer Grund, aber letztendlich kommst du aus dem Flieger, bist völlig aufgeladen und mit der Erdung bringst du dann nochmal Stressoren raus, gehst nochmal raus und hast dann eben, wie du sagst, das neue Licht, die neue Lichtsituation und passt dich so dann auch einen Tick schneller an. Ja. Wo integrierst du denn Biohacking, abgesehen vom Schlaf, noch in dein Geschäftsumfeld? Also quasi Gegenpol zu Schlaf ist nämlich das Wachwerden am Morgen. Also jetzt momentan arbeite ich eben in Dornbirn in dem Coworking Space, wo ich dann auch sehr viel mit dem Rad unterwegs bin. Vorher war das nicht so, da war ich eigentlich im Auto und dann direkt in einem Büro und da hat man natürlich sehr wenig Licht. Also es ist im Vergleich zu draußen minimal, was man da an Lux, an Lichtstärke auch hat. Und da habe ich dann eine Tageslichtlampe genutzt, die wirklich auch das volle Spektrum abbildet. Das ist wahnsinnig mächtig, um morgens dann wirklich fit zu werden, wo wir dann wieder bei der Lichttherapie sind, einfach das Wachwerden. Mhm. Dann generell Biohacking im Geschäftsumfeld eben auch, ist ganz wichtig, Ernährung.
und nicht nur in Form von Nahrung, also dass man zum Beispiel sich mehr gesunde Fette zuführt und vor allem viel, viel mehr Gemüse und die schweren Kombinationen ein Stück weit meidet, also zum Beispiel Schnitzel mit Pommes, sondern auch Wasser und Sauerstoff noch. Das ist oft ein bisschen missachtet, aber das ist für unseren Körper auch Nahrung. Und auch das quasi ganz wichtig, frisches Wasser, viel trinken und auch lüften. Das sind so Sachen, die sind so einfach. Und trotzdem kommt man in so viele Büros, wo quasi die Luft steht und eigentlich niemand, jeder beschwert sich über Kopfweh und dass er nicht mehr klar denken kann. Aber es wäre eigentlich so einfach. Also auch da kann man ganz einfache Sachen mit Biohacking integrieren. Das nächste ist Meditation, beziehungsweise eigentlich schon Atemübungen, also womit wir auch wieder den Sauerstoff haben. Da gibt es eine ganz schöne Technik, die jeder sofort anwenden kann. Also wenn ich gestresst bin oder ich merke, wow, jetzt habe ich echt einen Energietief. Was ich dann eigentlich mache, ist einfach 6, ich nenne sie Power Breaths, wo ich wirklich einfach durch die Nase tief in den Bauch einatme, also ganz tief und wieder ausatme und das 6-mal. Und man fühlt sich einfach wie in einer neuen Welt. Es ist, als hätte man die Kontrolle wieder zurückerlangt über seinen Tag. Also das sind so ganz einfache Kniffe, die man auch machen kann, um Biohacking zu integrieren. Und natürlich, Biohacking für mich als Definition, wenn es nicht ein 5-Jähriger ist, wäre auch das Ganze ein Stück weit zu messen und Daten zu erheben. Um halt zu wissen, ist das, was ich mache, denn auch effektiv. Und da hilft mir jetzt zum Beispiel, bei mir ist halt der Oura Ring, aber es gibt ja verschiedenste Tracker, wo ich auch wirklich gern drauf schaue, dann, okay, ich mache mal eine 10-Minuten-Meditation, schaue mal, wie ist denn meine Herzratenvariabilität und mein Puls, wie sieht denn mein Stresslevel aus? Und da dann einfach vielleicht auch mal sagen, wow, es ist aber gerade echt ein bisschen, es ging heiß her in dem Meeting, jetzt nehme ich mir auch mal 10 Minuten zum Runterkommen. Okay. Gibt es denn noch andere Gadgets, die du nutzt zum Aufzeichnen oder Tracken? Welche nutzt du noch, abgesehen vom Oura Ring, oder sind die alle aufgrund des Minimalismus schon verschwunden? Na, also ich nutze hauptsächlich den Oura Ring eigentlich für Schlaf und so Vitalfunktionen. Zum Workout-Tracking nutze ich jetzt momentan noch eine alte Garmin, ist Vivo Fit 3 oder so. Ja, also, die ist eigentlich ganz minimalistisch mit dem Brustgurt, hat nicht so viele Funktionen, aber es reicht mir, um meine Herzrate während den Trainings aufzunehmen und die Einheiten zu tracken. Die sind jetzt leider gerade ziemlich hart gehackt worden. Also ich hoffe mal, wir kriegen unsere Daten alle wieder und können die auch noch einsehen in Zukunft. Das ist halt ein großes Thema bei den Trackern. Aber abgesehen vom Oura Ring und der Garmin nutze ich sonst keine Tracker. Okay. Ich überlege gerade, also wir haben ja das Thema Biohacking, wie du es im Geschäftsumfeld integrierst und dass du auch mal Lüften erwähnst, finde ich echt Gold wert. Ne, manche stellen sich dann 5 verschiedene Filter und Co. in die Bude, aber die muss ja auch irgendwie frische Luft bekommen. Also manchmal ist einfacher das Bessere. Wir haben also das Biohacking im Geschäftsumfeld und wie du auf Minimalismus gekommen bist und was Minimalismus für dich bedeutet. Wo siehst du denn deine Zukunft im Minimalismus? Also meine Zukunft im Minimalismus, ich glaube, ich bin schon relativ weit gekommen da. Es ist eigentlich mehr so, ich würde sagen, es ist fast mehr so ein Lifestyle. Also es ist nicht, dass ich irgendwie eine Vision habe, wo ich sage, okay, in 5 Jahren habe ich nur noch ein Bett und das war's. Sondern es geht eigentlich für mich halt mehr darum, nicht alles sofort zu integrieren. Also es ist mehr so ein fließendes Ding. Ich habe jetzt auch keine spezielle Minimalismus-Ziele. Es ist nichts, was ich eliminieren muss. Ich habe das Gefühl, ich bin schon auf einem Level, wo ich sehr selten wirklich überlegen muss, noch mache ich jetzt A, B oder C, sondern ich weiß irgendwie, was ist mir am wertvollsten, was gibt mir am meisten Nutzen. Generell sehe ich die Rolle von Minimalismus insgesamt und auch in meiner Arbeit als natürlich wahnsinnig hoch, weil wir haben jetzt eine Welt, klar, man hört immer Digitalisierung, hier Optionen, da Optionen, man kann alles kaufen, was man will, es ist alles erschwinglich, man kann sich sogar direkt aus Asien bestellen, wenn man möchte, aber genau da sollte man sich eigentlich mal fragen, ja, brauchst du das eigentlich oder brauche ich denn noch mehr Müll? Und das denke ich mir oft, wenn ich Unternehmen sehe oder auch meine eigenen Geschäftsentscheidungen treffe, ist immer die Frage, brauchst du denn das noch? Gibt es das schon woanders? Muss ich denn noch mehr erzeugen? Muss ich noch mal was hinzufügen? Oder kann ich vielleicht sogar eine bestehende Idee nehmen, die runterbrechen und liefere dann vielleicht sogar viel mehr Wert? Und gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit, also unseren Planet quasi auch noch lange bewohnbar halten, genau, da ist das eine ganz wichtige Frage. Und da sehe ich halt den Minimalismus
irgendwie als schönes Modell, wie man dem wieder ein bisschen näher kommen kann. Würdest du also den ersten Schritt Richtung Minimalismus jemanden nahe bringen, wenn er jetzt dich fragen würde, Marco, wie fange ich mit Minimalismus an? Wow, okay, das ist eine gute Frage. Generell auch bei Minimalist Biohack, es ist alles individuell und beim Biohacking auch. Und so muss quasi jeder sein eigenes Leben mal ein Stück weit anschauen. Und wie soll derjenige anfangen? Ich würde einfach sagen, schau dir mal an, was du hast, so deine materielle Welt zum Beispiel. Fang mal bei der materiellen Welt an. Und guck da mal rein in die Challenge und sag, okay, wenn ich 30 Dinge ausmischen müsste, oder ich mische jetzt 30 Dinge aus und fang damit einfach mal an. Schmeiß einfach mal was weg. Nimm einfach mal einen Teil und sag, hey, was brauche ich denn gar nicht mehr in meinem Haushalt? Und das nimmst und wirfst weg. Also es muss raus aus dem Leben. Und das ist mal so ein Schritt. Und manchmal kann das echt befreiend sein. Und vielleicht bleibt man dann auch weiter auf der Reise und überlegt, hey, wie sieht es denn in meinem Kleiderschrank aus? Hey, wie sieht es denn in meinem Fitness-Stack aus, in meinem Home-Gym oder mit meinen ganzen Geräten, die ich habe? Brauche ich denn das alles? Mhm. Oder zum Beispiel das Buch, was du empfohlen hast. Oder das Essentialism von Craig McKeon. Definitiv ein richtig schönes Buch. Und auch für jeden, der im Business-Bereich ist, weil da geht es dann auch ins Management. Natürlich greift das in alle Bereiche. Es geht natürlich auch im Business oft Leuten so, oder? Also auch als Unternehmensgründer. Da hast du am Anfang 1 Million Dinge und du kannst alles machen. Du kannst YouTube machen, du kannst Instagram machen, Pinterest machen und so weiter. Und klar, du solltest vielleicht alles ausprobieren, um zu wissen, was für dich funktioniert. Das ist dann wieder die Exploration-Phase, oder? Ich schaue erst mal, was gibt's denn? Aber um dann wirklich effektiv zu sein und effektiv zu arbeiten, muss man es runterbrechen. Und ich glaube, die stärksten Firmen und Unternehmen sind auch die, die wirklich eine ganz klare Vision haben, eine klare Zielgruppe, ein klares Produkt. Also die wirklich sagen können, wir sind das und vor allem, wir sind nicht das andere. Und das ist wahnsinnig mächtig einfach in jedem Bereich, ob das Business ist oder im Privatleben oder auch meiner Meinung nach beim Sport und so weiter. Mhm. Okay. Ich würde sagen, wir holen mal noch die Fragen der Community mit rein. Vielleicht ergibt sich da der ein oder andere Kontext noch. Und zwar von Facebook, der Thomas W. schreibt, welches Buch kannst du empfehlen für den Start vom Minimalismus? Also wenn du bisher ja gehört hast, Thomas, das Buch ist schon 2-mal gefallen. Ansonsten findest du es auch unten in den Shownotes. Oder möchtest du noch ein Buch ergänzen, Marco? Also tatsächlich ist das Buch, wo ich jetzt als allererstes lesen würde in dem Bereich. Und ja, das ist ein guter Start. Von mir noch Marie Kondo, finde ich auch ganz cool. Packe ich dir einen Blogartikel, habe ich drüber geschrieben, mal in die Shownotes. Da ist es ein bisschen runtergebrochen. Gibt es auch eine Netflix-Serie, glaube ich, inzwischen, wo das erklärt wurde. Dann von Instagram, norman-freestyle7. Was sind deine 3 nützlichsten Gadgets? Einen hast du schon erwähnt, aber was sind denn da noch 1 plus 3. Okay, also das Schöne, wenn man die Frage mal umformuliert und mir sagt, okay, ich habe jetzt ganz viele Sachen und im Bereich Biohacking, was würde ich denn behalten wollen, wenn ich alles andere raushaue? Und das ist eine echt gemeine Frage, weil die ist natürlich sehr schwierig. Letztendlich wäre es für mich Folgendes. Also ich würde mein Aura-Ring behalten, weil der mir tatsächlich halt Einblick gibt in meinen Körper, oder? Und ich würde ihn auch wieder kaufen, wenn ich ihn verlieren würde, weil der mir einfach sehr viel Wert liefert. Im Bereich Sport würde ich die Gymnastikringe behalten wollen, weil mit denen kann ich einfach alles machen. Die hängen auf meinem Balkon, ich brauche keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, ich kann Kraftübungen machen und alles, was ich will. Und ansonsten, wenn ich sonst alles rausschmeißen müsste, ich glaube, ich würde mein portables Rotlicht noch behalten, weil mir das einfach gefühlt auch einen großen Mehrwert gibt, wenn ich das bei der Meditation noch einsetze und auch zur Erholung und aber auch für Konzentration. Das wären, glaube ich, die 3 Gadgets, die ich behalten würde. Okay, also Rotlicht, Tracking-Hour-Ring und entsprechend die Ringe. Genau. Dann von Instagram Christine Biohacking fragt, welche Supplemente nutzt du? Sehr schwierige Frage auch. Also nur noch als Ergänzung zum Buch und auch zu der Frage jetzt, ihr könnt auf dem Blog von Minimalist Biohacker mal vorbeischauen. Da habe ich schon Artikel, wo dann auch minimalistisch an das Thema Supplements rangehen. Ich nutze tatsächlich ein paar mehr. Also was ich wirklich regelmäßig nehme, ist eigentlich ein veganes Proteinpulver.
einfach zur Unterstützung, weil ich sonst oft, wenn ich auf Reisen bin, vor allem nicht genug Protein in meinen Körper kriege, um mein Workout-Level auch zu unterstützen. Vegan deshalb, weil ich eben die Milchsensitivität habe, also von Whey-Protein geht bei mir die Performance rapide in den Keller. Also ich merke das sofort, ich werde auch relativ schnell krank. Also es ist wirklich magisch, wie der Nahrungsmittelsensitivitätstest gestimmt hat. Auf welcher Basis ist dann dein veganes Protein? Also ist es dann Erbsen oder fermentierter Reis? Ein Mix, genau, ein Mix aus Erbsenprotein, Reisprotein und ich glaube Sojaprotein noch mit drin. Also mit dem fühle ich mich wesentlich besser schon. Ansonsten, wenn ich noch eins empfehlen, also sagen wir mal, ich mache auch wieder die Top 3 Supplements, also für mich wäre es dann Protein noch mit drin. Ich nutze im Winter vor allem noch ein Multivitamin, aber gerade im Winter finde ich Vitamin D3 sehr wichtig, dann in Kombination mit dem K2. Einfach auch für, also sonst habe ich tatsächlich immer so ein bisschen einen Winterblues, also das merke ich schon auch, so eine Seasonal Defective Disorder, aber das ist definitiv eins, wo ich noch nehmen würde und empfehlen würde. Und oder Multivitamin ein gutes. Und was ich auch sehr spannend finde, ist Aktivkohle als Supplement. Einfach, es hat sehr viel Detox-Wirkung auch. Das ist dann, wenn es doch nicht klappt mit dem Enthaltsamkeit, zum Beispiel, wenn ich Alkohol trinke und auf Reisen bin und merke, jetzt habe ich was gegessen, wo nicht so gut war, oder Alkohol getrunken, nehme ich definitiv noch Aktivkohle. Aber ich nehme noch mehr. Also ich habe dann auch, ich habe noch Kreatin in meinem Supplement-Stack mit drin. Ich nehme ganz gern einen Rote-Bete-Extrakt, also mit viel Vitamin B12 und sehr viel Eisen, auch gerade für Vegetarier und Veganer sehr, sehr gut geeignet. Genau, also ich nehme jetzt noch Ashwagandha und Bacopa Monieri noch dazu, einfach zum Test auch, Nootropics fürs Gehirn. Aber das ist tatsächlich für mich, also ich glaube, die könnte ich auch weglassen, aber ich teste sie jetzt mal aus. Ich teste natürlich auch viel im Rahmen von Minimalist Biohacker. Das sind so die Supplements, die ich nehme. Du hast ganz am Anfang erwähnt, Unverträglichkeitstests und Gentests. Hast du mal einen Gentest gemacht? Ich habe einen DNA-Test gemacht, also ich bin da in einer Partnerschaft mit Lykon aus Berlin und habe da einen DNA-Test gemacht. Auch der sagt einem halt im Prinzip, welcher Makronährstofftyp bin ich. Das war für mich super spannend, weil eben in der Welt von Biohacking ist momentan natürlich irgendwie, man sieht ganz viel Keto, man sieht Carnivore-Diät. Manche sagen, ja, vegan, also gab es die Doku Game Changers, wo dann alle auf einmal gesagt haben, ja du, vegan ist eigentlich das neue Ding. Und ich habe mir schon immer gedacht, so irgendwie, das glaube ich alles nicht, weil irgendwie, das ist zu individuell. Also auf unserem, hier in Österreich jetzt einfach mal gesagt, oder auf dem Breitengrad. Im Winter gibt es da einfach, da wächst ja nichts. Also da wächst nicht viel, da hat man da wahrscheinlich eher Wildtiere gegessen und dann hat man höheren Fettanteil. Dann im Sommer gibt es aber hier wahnsinnig viele Früchte, Obst und Gemüse. Ja, dann esse ich doch das quasi. Und so habe ich da mal reingeschaut und dann entdeckt, ich vertrage Kohlenhydrate eigentlich sehr gut. Und das war schon immer meine Annahme. Also die Verteufelung von Zucker und Kohlenhydrate, das sehe ich immer sehr, sehr skeptisch. Klar, also es gibt, man kann alles übertreiben mit allem. Aber jetzt zum Beispiel für meinen Typ, ich vertrage Kohlenhydrate gut, habe da auch gar kein Problem damit. Und das war für mich eine super Einsicht. Und natürlich sagt es einem auch, welcher Sporttyp bin ich. Das war wieder spannend. Ich habe eher gedacht, weil ich Probleme, also ich habe Schwierigkeiten, Muskeln aufzubauen, habe ich gedacht, ich bin vielleicht Cardio-Typ, bin aber tatsächlich eher auf der Kraftseite. Und da gibt es einfach spannende Einsichten, wo man bekommt und wo sich irgendwie zumindest bei mir jetzt mit dem, was ich bisher erfahren habe, auch decken. Weil ich bei Vitamin A immer ein bisschen hellhörig werde, weil es gibt ja SNPs, also genetische Kodierungen, wo die Umwandlung von der Vorstufe Vitamin A in die aktive Vorstufe, in die aktive Vitamin A, was wir nutzen, reduziert ist. Und das trifft halt recht viele. Ich glaube, das war irgendwas mit BCO1-Aktivität. Weißt du, ob Lykon sowas testet? Also im DNA-Test nicht, ne? Ich hatte damals meinen von 23andMe, die sind jetzt datenschutztechnisch, glaube ich, nicht die saubersten mehr, aber da habe ich quasi komplett mein, also was man komplett benennen darf, mein Genom entschlüsselt. Da hast du dann quasi eine Datenbank. Ich hatte damals beim Jan Kielmann einen Workshop gemacht, Nutrition, Genetic Nutrition oder Nutrigenomik, wo du halt alle deine SNPs und Polymorphismen, wenn man sie wirklich so bezeichnen mag, erkennt.
Weil ich kenne auch diese, ich sag mal, diese Pakete, wo ganz bestimmte Bereiche des Genoms angeguckt werden. Da fehlt dann manchmal was. Also aus meiner Sicht. Die sind jetzt auch noch nicht valide. Also in meinen Augen, ne, dass du sagst, okay, du bist der Stoffwechseltyp und das, weil deine Gene sich ja auch entsprechend über die Epigenetik anders abgelesen werden können. Aber Vitamin A, pflanzliches Vitamin A umwandeln, das ist für den einen oder anderen nicht so einfach. Weil einfach da die genetische Komponente nicht richtig hinhaut. Ja, also Vitamin A ist ja eh hauptsächlich auch in tierischen Produkten enthalten. Also ich weiß jetzt quasi auch nicht, wie du richtig gesagt hast, also man hat ja quasi die Gene waren ja bisher gesehen so als fix. Also DNA ist halt einfach fix für dein Leben lang. Eben die Epigenetik zeigt ja eigentlich, das stimmt ja auch so nicht ganz. Also es kann sich auch die DNA quasi ändern oder anpassen dann an deine Verhaltensweisen, auch quasi dein Mindset und deine Gedanken spielen da ja scheinbar eine sehr wichtige Rolle. Also was ich generell immer zu dem DNA-Test dazu empfehlen würde, ist dann eben zum Beispiel so ein Nahrungsmittelsensitivitätstest oder es gibt ja auch von Viome oder so quasi so Darmanalysen und so weiter, weil letztendlich dann das oft, also dein Lifestyle, quasi dein tagtäglicher Lifestyle, der wahrscheinlich von deinen Genen schon ziemlich abgekoppelt ist, dann ja auch eine sehr, sehr hohe Wirkung hat. Und klar, was dein genetisches Setup, das sagt die eine Sache, aber dein täglicher Lifestyle hat natürlich wesentlich höhere Auswirkungen. Was halt spannend ist, wenn das alles in einer Linie ist. Also wenn du sagen kannst, hey, ich habe einen DNA-Test gemacht und ich weiß eigentlich, wie mein genetisches Setup ist. Und dann schaue ich, dass der Rest von meinem Leben quasi da mit in der Spur bleibt. Und das ist eigentlich so das Spannende, finde ich. Ja. Ganz kurz nochmal zur Ergänzung, falls jetzt ein Vegetarier oder Veganer zuhört. Gerade das Thema mit dem Provitamin A aus pflanzlichen Quellen. Eine Mohrrübe ist was anderes als eine Leber. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und die Umwandlungsrate von pflanzlichem Vitamin A ins Retinol, das, was wir quasi brauchen, da ist die Effizienz sehr unterschiedlich. Ich habe gerade nochmal geschaut, es gibt eine Studie von Stefan van Vlie, die ist, glaube ich, gar nicht so alt. Die haben halt rausgemessen, dass die Umwandlung vom pflanzlichen Vitamin A ins tierische so bei 3,8-28% liegt. Und je nachdem, wie deine Genetik, ob du da vielleicht mutiert bist, das ist ja nichts Schlimmes. Aber wenn du da nur Kaulquappen isst und einen Vitamin A-Mangel hast, blöd. Deshalb macht es da Sinn, sich auch zumindest mal zu schauen, wie ist der Vitamin A-Spiegel und dann gegebenenfalls über Vitamin A supplementieren. Weil da sind ja damals auch einige Inuits zum Beispiel oder Seefahrer, die ja dann Robbenleber gegessen haben, direkt umgefallen, weil halt Vitamin A auch toxisch wirken kann. Und da war zum Beispiel das Vitamin A bei Robben ist so massiv hoch, dass der Mensch da halt nach ein paar Bissen direkt umgekippt ist. Bei einer Kuhleber oder bei einem Hähnchen ist das wieder was anderes vom Inhalt. Nur wegen Vitamin A. Auch mit der Supplementierung. Nicht einfach Vitamin A reinschmeißen. Es könnte nach hinten losgehen. Könnte. Aber wir waren bei einer Frage. Genau. Welche Supplements nutzt du? Also Kreatin hast du noch auf dem Speiseplan und Vitamin D im Winter. Genau, also ich nutze tatsächlich ein Multivitamin auch. Einfach weil, also generell haben wir ja die die Angaben quasi pro Tagesdosis und so weiter, ist ja oft, sagen viele Leute, hey, aber über das Multivitamin kriegst du eigentlich viel zu viel rein und so weiter. Ich merke halt schon, dass wenn ich quasi morgens schon Sport mache und dann hast du einen anstrengenden Arbeitstag, 8 bis 10 Stunden, bist noch viel unterwegs, machst noch Vorträge und so weiter, ist meine Meinung, brennt man eigentlich durch die meisten Vitamine und Mineralien dann doch schneller durch, als man denkt. Also ich habe da eigentlich nicht so viel Bedenken, dass ich da zu viel von was kriege. Es ist nur so ein Grundstack. Und auch da ist eigentlich wieder der Gedanke, sobald man in die gezielte Supplementierung geht, empfehle ich sowieso immer einen Bluttest. Also erstmal schauen, was ist denn Status Quo. Bevor ich jetzt anfange, zum Beispiel Zink zu nehmen, ganz konzentriert, schaue ich doch erstmal, ist mein Zinkniveau überhaupt niedrig oder decke ich das mit meiner Ernährung ab? Aber falls jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das ist mir alles zu stressig irgendwie, das mit den gezielten Supplementierungen und Testen will ich auch nicht, dann finde ich so ein Multivitamin gar nicht verkehrt, um einfach mal so die Basics reinzukriegen. Und es ist eben so, es ist schnell, es ist einfach, es ist kostengünstig. Und wenn man vor allem beruflich viel strapaziert ist, meine Meinung ist, also da
klar kann man sich auch zu viel reinwerfen, aber mit einer Multivitamintablette macht man da nicht zu viel verkehrt. Ja. Also zumal ja auch die Health Claims und Bestimmungen so bestimmt sind, dass es eine Ergänzung bleibt. Das heißt, wenn du dich an die empfohlene Tagesdosis, die ja sehr häufig draufsteht, steht immer drauf, hältst, ist das Risiko sehr gering. Nimmst du dann auf Eigenverantwortung einfach die 10-fache Dosis, wirkt es auch 10-fach anders. Daher informiere dich gegebenenfalls bei jemandem, der sich mit deiner Ernährung auskennt oder mit dem beschäftigt und dir dann das ein oder das Supplement mal beiseite packt oder draufpackt oder sagt, du brauchst gar nichts. Von daher, wir haben noch eine Frage, Marco. Und zwar von CrossFit-Moritz, was tust du, um optimal zu regenerieren? Vielleicht nochmal so die drei Basics, wie du optimal regenerierst. Sehr cool. Also erstmal für CrossFit Moritz, schalt auch ein zur Live-Session mit Minimalist Biohack und Edwin Ensinger von PatriaFit. Das ist genau deine Wellenlänge dann. Zur optimalen Regeneration. Was ich mache, ist im Prinzip Magnesium nach dem Sport oder am Abend noch. Das hilft mir wirklich sehr, weil oft brennt man halt auch, wenn man viel unterwegs ist und noch zusätzlich arbeitet, schnell durch sein Magnesium-Level. Das hilft mir dann auch beim Schlafen. Damit kommen wir auch zum wichtigsten Punkt, eigentlich meiner Meinung nach, Schlaf. Mhm. Also ich spüre, wenn ich viel trainiere, und das ist natürlich auch nachgewiesen, dass sich mein Schlafbedürfnis auch ein Stück weit erhöht. Wenn man jetzt also versucht, weniger zu schlafen, also so eine Schlafoptimierung zu machen und zu sagen, eigentlich will ich mehr arbeiten, ich schlafe jetzt eine Stunde weniger, stehe früher auf, das beißt sich ganz gravierend mit dem Training und mit der Erholung auch. Also wenn du quasi viel trainierst, dann ist mein Tipp, schau auf jeden Fall auf deinen Schlaf, schau, dass du mindestens 5 Schlafzyklen pro Nacht reinkriegst dann. Das hilft mir wahnsinnig bei der Regeneration. Was ich auch ganz gern mache, ist Wechselduschen dann noch am Abend, also dass ich warm und kalt ein bisschen mische. Und einer von den Top-Tipps aber, also direkt nach deinem Training, kurz mal die Füße hochlegen. Das hilft mir wahnsinnig. Das habe ich aus dem Buch von Ben Greenfield und mache das eigentlich jedes Mal schon, weil es einfach super ist. Also besonders, wenn du die Beine trainiert hast, einfach mal auf den Rücken legen, Beine schön hochlegen, für 2 Minuten mal, dass das Blut einmal rausläuft und wieder rein. Und dazu mache ich dann so eine Achtsamkeitsmeditation. Und zwar geht die ganz einfach, du konzentrierst dich drauf, was sehe ich, dann konzentrierst du dich drauf, was höre ich, kannst auch die Augen schließen dabei, dann was spüre ich und dann was rieche ich. Also einfach so die Sinne aktivieren. Und was man da wirklich merkt, ist, wie schnell die Atmung und auch die Pulsrate dann runterkommt. Und das hilft mir auch wahnsinnig bei der Regeneration. Und der letzte Punkt in dem Ganzen, wo ich jetzt noch auf die Schnelle quasi so empfehlen kann, ist die Atmung. Und zwar, ich versuche wirklich so lange ich kann durch die Nase zu atmen, also auch beim Training, also auch wenn es intensiver wird. Ich nutze dafür momentan einen Mundschutz, wie beim Kampfsport, einfach weil es ein bisschen zwingt, durch die Nase zu atmen. Was es dann letztendlich macht, ist eigentlich, du in der Nase hast viele Blutkapillaren, du kriegst mehr, also NO2, also Stickstoff auch, und hast dann höhere, also mehr, eigentlich mehr CO2 auch, wo aber deine O2-Aufnahme dann auch gesteigert wird. Also deine Sauerstoffaufnahme. Also probier mal ein bisschen die Atmung durch die Nase mehr zu fördern als durch den Mund. Dann bleibt auch dein Stresslevel niedriger durch das Workout und deine Erholung geht schneller. Und natürlich Rotlicht. Also Rotlicht ist für mich was, das funktioniert wirklich bei mir zumindest sehr, sehr gut. Also die 56 Nanometer bis 58 Nanometer Frequenzen. Es gibt so viele, viele Dinge für Regeneration. Und noch ein Basic, wo du halt gar nichts kaufen musst, ist Bewegung. Also quasi schütteln. Natürlich könnte man das auf einer Vibrationsplatte machen. Man kann einen Qigong-Shake machen. Oder einfach quasi sich ausschütteln. Das merkt man schon beim Training, dass es gut tut. Einfach so ein bisschen alles in Bewegung halten. Und auch an Ruhetagen nicht nur faul auf dem Sofa liegen, sondern ein bisschen was machen. Also laufen gehen oder mal ausschütteln oder eine Runde Yoga oder sowas. Ja. Also solche Osho-Meditation oder das Schütteln ist cool. Das machen Kinder noch. Es wird so ein bisschen abtrainiert. Aus Schreck fangen die an zu schütteln. Tiere machen das automatisch und wir Homo sapiens haben uns das Ganze abtrainiert. Da nennt man das neurogenes Zittern in der Entspannung, dass man das auszittert. Also auch eine wahnsinnig spannende Geschichte, sich dem Thema des Zitterns für Regeneration mal zu widmen. Marco, wenn jetzt jemand sagt, du, Geschäftsumfeld, Biohacking, Minimalismus. Das klingt wahnsinnig spannend. Wie kann ich das denn entsprechend integrieren? Wie kann ich denn Kontakt mit dir aufnehmen?
Genau, also am besten über die Homepage, das ist www.minimalist-biohacker.com. Da ist eigentlich auch alle Info drauf zu den Workshops, Vorträgen und Kursen und mich dann so kontaktieren. Gleichzeitig habe ich da einen Blog, wo auch einige einfache Tipps drinstehen für Unternehmen, wie sie Biohacking integrieren können, aber auch für quasi jedermann, für die Höchstleister, die jetzt sagen, hey, mir ist Biohacking ein bisschen zu viel, ich weiß nicht, wo anfangen. Da können Sie damals schauen, wie ist denn der minimalistische Ansatz zu mehr Muskeln und Ausdauer, zu Ernährung, zu Supplements. Einfach so ein Stück weit der minimalistische Ansatz im Biohacking. Mhm. Findet ihr natürlich alles in den Shownotes und in der Videobox, direkt um die Impulse auch aufzunehmen, auszuprobieren, die Workshops abzuchecken. Genau. Ja, an dieser Stelle für die Zuschauer und Zuhörer, wenn euch das Thema Biohacking interessiert und ihr auch das Thema Minimalismus spannend findet, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion auch im Functional Basics Guide beziehungsweise teilen, liken, abonnieren, kommentieren und natürlich Marco einen Besuch abstatten auf Homepage und Instagram. Cool, Marco, danke dir vielmals für deine Zeit. Waren viele Impulse, auch tolle Einblicke in deinen Kleiderschrank. Sehr gut. Carsten, vielen Dank auch, gell, dass ich hier teil sein durfte von deinem Podcast. Ich hoffe, es war so gut auf den Punkt gebracht, wie es geht. Man merkt das schon, es ist trotz Minimalismus, es ist ein großes Thema. Und man muss sich dem Ganzen irgendwie nähern. Und meiner Meinung nach ist da der minimalistische Ansatz der richtige. Cool. Dann nehmen wir diesen. Und Marco, Zuschauer und Zuhörer, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.